Willkommen zum Konzepttest 62 mit dem Thema Gleichgewichtsreaktion. Die Fragestellung lautet: Am Gleichgewicht ist A. die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion gleich groß, B. die Geschwindigkeitskonstante von Hin- und Rückreaktion gleich groß oder C. die Aktivierungsenergie von Hin- und Rückreaktion gleich groß. Um dies beantworten zu können, werfen wir einen Blick auf den theoretischen Hintergrund. Das Gleichgewicht einer Reaktion ist erreicht, wenn Produkt B genauso schnell gebildet wird, wie es auch zerfällt. Die Hin-Reaktion ist eine Senke für A. Das bedeutet, dass die Konzentration von A mit der Geschwindigkeit R gleich minus K1 mal A abnimmt. Gleichzeitig wirkt die Rückreaktion als Quelle für A. Das bedeutet, dass die Konzentration von A mit der Geschwindigkeit R gleich K1 mal B zunimmt. Für die komplette Konzentrationsänderung von A gilt also das Geschwindigkeitsgesetz K1 mal B minus K1 mal A. Wenn man das Geschwindigkeitsgesetz integriert, kann man erkennen, dass die Konzentration von A bis zum Erreichen des Gleichgewichts ständig abnimmt, die Konzentration von B bis zum Erreichen des Gleichgewichts jedoch zunimmt. Das Gleichgewicht liegt hier rechts, da die Konzentration von B im Gleichgewicht höher ist als die von A. Im Gleichgewicht ist die Bildungsgeschwindigkeit gleich der Zerfallsgeschwindigkeit. Die Gesamtreaktion erscheint ruhend. Also ist die äußerlich betrachtete Reaktionsgeschwindigkeit gleich 0. Jedoch laufen die chemischen Reaktionen weiter. Dies nennt man deshalb dynamisches Gleichgewicht. Im Gleichgewicht gilt also, dass sich die Konzentrationen von A und B nicht mehr ändern, gleich 0 werden. Da das Verhältnis von A und B konstant ist, ergibt sich daraus die Gleichgewichtskonstante, auch Massenwirkungsgesetz genannt. Das Massenwirkungsgesetz verknüpft Kinetik und Thermodynamik. Wenn wir uns den Verlauf einer Gleichgewichtsreaktion ansehen, kann man erkennen, dass bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat, die Reaktionsgeschwindigkeit von E durch A abnimmt und die von B zunimmt. Im Gleichgewicht sind dann beide Reaktionsgeschwindigkeiten gleich groß. Nun sehen wir uns das Reaktionsprofil im Gleichgewicht an. Von Edukt A zu Produkt B ist zu erkennen, dass die Reaktion exotherm ist. Denn für die Reaktion von B zu A muss eine größere Aktivierungsenergie aufgebracht werden, damit die Reaktion ablaufen kann, als für die Hinreaktion. Nun zu einem Beispiel. Der Junge auf der rechten Seite kann schneller Äpfel vom Boden aufheben, dadurch mehr Äpfel werfen und nach kurzer Zeit muss er weite Wege gehen, um noch Äpfel zu finden, da die Konzentration der Äpfel im Garten kleiner wird. Der Alte auf der linken Seite hingegen hat bald mehr Äpfel im Garten, muss keine weiten Wege gehen, um an Äpfel zu gelangen, dafür kann er aber nicht so schnell Äpfel vom Boden aufheben. Der Junge wird es aber nie schaffen, alle Äpfel aus seinem Garten zu entfernen. Nach einiger Zeit stellt sich also ein Gleichgewicht ein. Die Anzahl der Äpfel auf jeder Seite bleibt konstant. Nun können wir KT 62 mit dem Thema Gleichgewichtsreaktion beantworten. Antwort A ist richtig. Die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion sind gleich groß im Gleichgewicht. Antwort B ist falsch. Die Geschwindigkeitskonstanten sind im Gleichgewicht, aber diese müssen nicht gleich groß sein. C. Die Aktivierungsenergie von Hin- und Rückreaktion ist nicht gleich groß. Die Aktivierungsenergie bestimmt die Zeit, die bis zur Einstellung des Gleichgewichts vergeht. Auf die Lage des Gleichgewichts hat die Aktivierungsenergie keinen Einfluss. Die muss nicht gleich groß sein. Danke für eure Aufmerksamkeit.